Wie viele von euch wollen mehr Kunden, mehr Geld? Es geht heute ums Thema Geld empfangen. Gestern hatten wir das Thema Geld kreieren und heute geht es darum, Geld zu empfangen, sich das zu erlauben, die richtigen Preise zu nehmen, die richtigen Preise zu entwickeln für seine Angebote. Und das schauen wir uns heute das Thema Geld empfangen an. Mach schon mal deine Barrieren runter und dehn dich mal aus in alle Richtungen. Nach hinten, nach vorne, nach oben, nach unten, zur Seite, nach links, nach rechts, in alle Richtungen. Dehn dich mal aus auf 10 Kilometer in alle Richtungen. Mach die energetischen Barrieren runter, sei offen. Denn wir alle laufen immer mit einer Barriere rum und sind gar nicht offen für die Dinge, die um uns rum sowieso sind, die wir nur erkennen, wahrnehmen müssen. Weil wir nehmen ja an sich nur einen kleinen Prozentteil aus unserer Umgebung, aus unserem Umfeld wahr. Also lass die Barrieren unten für die nächsten 20 Minuten und dehn dich mal aus auf 100 Kilometer. In alle Richtungen, wie eine riesen Energiekugel. Auf 200 Kilometer in alle Richtungen. Auf 300.000 Kilometer. In alle Richtungen. Guten Morgen, liebe Olga, Sandra. Schön, dass ihr live dabei seid. Geht auf 2 Milliarden Kilometer in alle Richtungen. Durch alle Sonnensysteme, durch die Milchstraße, an unserem Planeten vorbei. Verlass unser Sonnensystem. Geh weiter, durch alle weiter. Denn wir sind viel größere, unendliche Wesen als nur unser Körper. Und geh mal auf 10 Trilliarden Kilometer. Mach dich unendlich groß in alle Richtungen. Und wir gehen heute durch das Thema Geld empfangen. Der Zweck des Geldes ist nämlich, die Realität der anderen Menschen zu verbessern. Das Geld ist nicht dafür da, dass man sich nur teure Sachen kauft, so ein prunkvolles Luxusleben nur lebt. Das alleine würde dich nicht erfüllen und glücklich machen, sondern du benutzt dein Geld, um anderen Menschen zu helfen. Wenn du dann einmal viel Geld hast, kannst du andere Projekte anstoßen, unterstützen. Und das erfüllt dich. Das ist der wirkliche Zweck des Geldes. Dass du Geld hast und mehr in Sicherheit bist, mehr Komfort hast, das ist auch wahr. Du sollst es ja auch gut haben. Aber der wahre Zweck des Geldes ist, die Realität der anderen Menschen zu verändern. Einmal durch dein Coaching veränderst du das Leben, verbesserst das Leben deines Kunden. Und einmal, indem du auch mehr Geld hast und andere Projekte mit unterstützen, finanzieren kannst, du mehr Ideen kreierst und machtvoller bist und auf andere Sachen kommst, die du unterstützen kannst, als du sie vielleicht jetzt oder vor einem Jahr gesehen hast. Alles, was da hochkommt, was dem nicht entspricht, willst du das zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und ich frage dich, was verweigerst du zu sein, dass wenn du es wärest, du mehr Geld verdienen würdest, in aller Freude und Leichtigkeit. Alles, was da jetzt hochkommt, willst du das zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Was hast du als das Problem mit Geld kreiert, was darauf basiert, dass du nicht bereit bist zu verlangen, was die Fähigkeit anderer Menschen zu empfangen eliminiert?
Alles, was da hochkommt, willst du das jetzt zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Hallo Olga, Sandra, Marion, Doris, schön, dass ihr live dabei seid. Wenn du dir zum Thema Geld empfangen, dessen bewusst bist, dann kann sich in deinem Leben alles verändern. In deinem Le in dem Leben der Kunden, dem Leben deines Umfeldes, in dem Leben der Menschen, für die du da sein möchtest, die dir wichtig sind. Oder auch Tiere, ja, das können Kinder sein, Tiere, Familien, Single-Frauen, Single-Männer, Alleinerziehende. Das kann eine Gruppierung sein, wo du dich besonders für bestimmt fühlst, denen du hilfst durch dein Programm, wo du vielleicht neue Sachen entwickelst oder Projekte ins Leben rufst. Und dann veränderst du bewusst das Leben von dir und dieser Menschen. Und wenn du dir dessen bewusst bist, kann sich alles verändern. Nimm mal deinen Energieball und gib mal in den Energieball die Veränderung, die großartigen Möglichkeiten, Geld zu kreieren für die anderen Leute. Du denkst nicht an dich, an das, was auf deinem Vision Board steht, an das, was du magst. Das ist deine Motivation. Aber denk mal an die anderen Leute, die anderen Leute, die Kranken, wenn du das Thema hast, die Alleinerziehenden, wenn du das Thema hast, die Kinder, wenn das dein Thema ist, die kopfgesteuerten Menschen, wenn das dein Thema ist. Denk an die Zielgruppe, für die du da bist. Und nimm mal all die Energie von dem, wozu Geld eigentlich da ist. Geld ist dazu da, um die Realitäten der anderen Menschen zu verändern. Geld ist dafür da, um das Leben zu verbessern der anderen Menschen, deiner Zielgruppe. Und zieh mal diese Energie. Die Energie der Veränderung, der großartigen Möglichkeiten, die Energie, Geld zu kreieren, um das Leben der anderen Menschen zu verändern. Ohne dich dabei schlecht zu fühlen. Wenn da irgendwas hochkommt mit Geld, da fühle ich mich schlecht oder bei meiner Zielgruppe, die haben doch kein Geld, denen muss ich doch helfen. Das tust du gleich zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock. All nine shorts, boys and beyonds. Du darfst selbstbewusst sein, du darfst selbstbewusst deine Preise festlegen, du darfst selbstbewusst deine Angebote hinaustragen, denn du hilfst anderen Menschen, du veränderst die Realitäten anderer Menschen. Und zieh mal weiter. Wenn du zum Beispiel nicht bereit bist, das Geld zu verlangen, was es auch nötig ist, für den anderen Menschen in die Veränderung zu kommen, in die Energie zu kommen, zu sagen, ich habe jetzt so viel bezahlt, ich mache jetzt mit bei der Marion, der Doris, der Olga, der Marion, der Sandra, dann beschließen oder dann eliminierst du die Chance auch der anderen Menschen, dass sie in ihre Veränderung kommen. Denn viele, viele Menschen beschließen anhand des Geldes, was sie bei dir bezahlen, beschließen sie, was sie anhand deiner Leistung bereit sind zu verändern. Sie sehen den Geldwert, der ist vielleicht niedrig und beschließen, wenn der so niedrig ist, dann ist auch meine Veränderung durch diese Hilfestellung niedrig. Wenn der Geldwert sehr hoch ist, beschließen die Menschen, aha, das muss ein guter, durchdachter Plan sein, der wird funktionieren, der wird eine großartige Veränderung bewirken. Sie beschließen, was sie anhand deiner Leistung an Veränderungen empfangen. Ja, du empfängst das Geld, du gibst durch deine Angebotsstruktur, durch deine Stimme,
Durch dein Auftreten gibst du Wellen, energetische Wellen ab und teilst den Menschen mit, das ist dein Programm. Und das hilft. Das wird die und die Veränderung bewirken und das ist der Preis. Auch wenn es ein unwiderstehliches Angebot um den Menschen zu helfen, sich schnell zu entscheiden, schnell in die Veränderung zu kommen. Nicht in einem halben Jahr, nicht in 3 Jahren, nicht in 5 Jahren, sondern bestenfalls heute oder in den nächsten 3 Tagen. Nur deswegen machen wir das unwiderstehliche Angebot. Wir machen es nicht, um den Menschen zu sagen, schau mal, das ist billig oder preiswert. Deine Angebote sind sehr, sehr wertvoll. Wir wissen aber, dass Menschen Angst haben, dass sie Zeit und Geld verschwenden, dass sie Angst haben, dass sie Hoffnungen bekommen, die nicht erfüllt werden. Und das wollen wir ihnen nehmen, ihnen die Hand geben, ihnen leicht machen durch dieses Angebot. Und je stärker im Laufe der nächsten Wochen, Monate du auch wirst mit deinen Angeboten, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Kundenreferenzen, umso weniger brauchst du auch dann solche unwiderstehlichen Angebote. Vielleicht brauchst du sie ein Leben lang. Aber du kannst deine Preise ja immer höher setzen. Ja, die Leute beschließen anhand des Geldes, was sie bei dir zahlen müssen, was sie anhand deiner Leistung an Veränderung empfangen können. Wenn du also eine Geldblockade hättest und nicht bereit bist, den hohen Geldbetrag zu verlangen, den andere zahlen müssen für die Veränderung für die besten Ergebnisse, dann bist du dafür auch verantwortlich, dass der Mensch nicht die guten, besseren Ergebnisse erreicht. Weil du bist wieder an erster Stelle. Du bestimmst, wie lange es geht. Du bestimmst den Preis. Du bestimmst, was dein Kunde bereit sein muss zu investieren. Und somit bestimmst du auch zum großen Teil mit anhand des Geldbetrages, was der Kunde bereit ist zu verändern, wie sehr er bereit ist mitzumachen. Und zieh mal weiter deine Energie für die Veränderung der anderen Leute. Zieh mal weiter. Stell dir vor, hinter dir stehen schon hunderte von Kunden. Meistens Frauen bei euch, hunderte von Frauen, hunderte von Menschen, denen du geheilt hast, denen du geholfen hast, denen du ein Leben in Freude und Leichtigkeit beschert hast. Die stehen alle hinter dir. Und zieh mal die Energie, denen du mit Freude und Leichtigkeit geholfen hast. Und ich frage dich, was hast du als das Problem mit Geld kreiert, was darauf basiert, dass du nicht bereit bist zu verlangen, was die Fähigkeit anderer zu empfangen eliminiert. Alles, was da bei dir hochkommt, bist du bereit, das jetzt zu zerstören und ungeschehen zu machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und gib mal weiter in deinen Energieball die Veränderung, die großartigen Möglichkeiten, Geld zu kreieren für die anderen Leute, für die anderen Leute. Nimm all die Energie von dem, wozu das Geld eigentlich da ist. Geld ist dazu da, um die Realitäten der anderen Menschen zu verändern. Spür mal hinein, wie sich das anfühlt, dass du die Realitäten anderer Menschen veränderst. Also nicht nur den Zustand, das Glücklichsein, sondern die Menschen können sich größere Wohnungen leisten. Wenn sie glücklicher sind, bekommen sie andere Jobs, vielleicht einen anderen Partner oder sie verbessern ihre Partnerschaft. Dadurch empfangen sie neue Möglichkeiten. Ja, in Freude und Glücklichsein sehen die Menschen viel mehr Möglichkeiten, sind bereit, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen. Und dadurch verändert sich die Realität der anderen Menschen. Und das erschaffst du. Das beginnt mit der Reise bei dir, für deine Kunden.
Wenn du bereit bist, den wirklichen Wert zu verlangen, deines großen Paketes, ja, wir reden jetzt nicht vom Frontend-Produkt, sondern vom Backend, von dem Produkt, was deine eigentliche Dienstleistung ist, dein Hauptprodukt, das, was du am Anfang vielleicht zweimal im Monat verkaufen magst. Da musst du bereit sein, wirklich den Wert zu verlangen. Wenn du bereit bist, diesen Preis zu verlangen, dann sind es auch deine Klienten. Sie werden nicht mehr kaufen, weil es 1000 Euro billiger ist. Sie werden nicht bessere Ergebnisse haben, weil es 2000 Euro billiger ist. Wichtig dabei ist, wie du es erklärst, was die Veränderung bewirkt, dass du Beispiele nennst von anderen Kunden, anderen Menschen, dass du dein Angebot so auch verkaufst und anbietest, dass das Geld am Ende keine Rolle spielt, weil das für jeden von euch in deinem Programm eine Investition ist. Denn jedem, dem es hinterher besser geht, der wird auch mehr Geld in sein Leben ziehen, der wird fröhlicher sein, der wird eine andere Arbeit nachgehen, der wird auf Arbeit besser sein, der kann eine Gehaltserhöhung bekommen, eine Beförderung, der wird sich sagen, Mensch, und jetzt starte ich noch mal durch, jetzt hole ich mir einen neuen Job ein, wo ich mich wohler fühle, wo ich mehr Geld verdiene. Ja, das erreichst du auch mit deinem Programm. Dazu musst du kein Business Coach sein. Das schaffst du auch mit deinem Mindset-Programm, mit deinem Heilungsprogramm. Es wird auch deinem Menschen hinterher, deinem Kunden besser gehen und er wird auch zufriedener sein und mehr bessere Partnerschaft haben, besser mit seinen Kindern umgehen, mit seiner Familie und auch mehr Geld anziehen. Zieh mal weiter diese Energie, wie du deinen Kunden, dass die Realität verbesserst. Zieh noch mehr, zieh noch mehr, da geht noch mehr, dass du dir wirklich bewusst bist, wie wertvoll deine Leistung ist. Gerade wenn es mit Familie zu tun hat, mit Kindern, mit Krankheit, mit Mindset, schau, dass dein Kunde auch nur 10% seines Mindsets sich bewusst ist, dass dein Kunde auch nur 10% seines Gehirns nutzt, nur 10%, wenn überhaupt, seines Unterbewusstseins nutzt. Schau, was du ihm alles ermöglicht durch das Wissen, was du hast, was er bereit ist zu empfangen und sein Leben zu verändern. Denn die meisten Menschen laufen durch das Leben mit dem Wissen der Schule, aus der Schulzeit. Und die Schulzeit bringt uns Menschen nur das Logische bei. Das, was jetzt bald oder zum Teil jetzt schon die Computer ersetzen können. Aber die Menschen brauchen dein Wissen für ihr Leben, für ihre Gesundheit. Und das kriegen sie von dir. Und das ist so, so wertvoll. Dein Hauptprogramm. Dafür nimmst du den Preis, einen wertvollen Preis, dass der Mensch auch, dein Kunden, die Veränderung kommt und sich das Leben verändert. Zieh mal weiter diese Energie, wie wertvoll dein Programm ist, dein Produkt, deine Fähigkeiten, die du für dich entwickelt hast und die du an andere 100 Kunden weitergibst. Und die stehen alle mit einem riesen Herz, einer riesen Energie hinter dir. Und die empfehlen dich weiter. Wenn sich ihr Leben so massiv verändert, empfehlen die dich an jeden Menschen weiter. Niemand behält das für sich, dass es ihm besser geht und wie er das geschafft hat. Und ich frage dich, was verweigerst du zu sein, dass wenn du es wärest, du mehr Geld verdienen würdest in aller Freude und Leichtigkeit? Alles, was da hochkommt, willst du das jetzt zerstören und ungeschehen machen? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und zieh weiter. Zieh weiter diese Energie, wie du das Leben hunderter Menschen veränderst, die Realität. Ja, du bist in der Lage, nicht nur deine Realität zu verändern,
Nähre dich immer aus dem Gefühl, dass du die Realität hunderter von Menschen veränderst. Und das bist du, das bist du in deiner vollen Größe. Und das schaffst du, das wirst du schaffen. Schau mal, wie sich das anfühlt. Zieh mal weiter diese Energie. Und lauf durch diesen heutigen Tag in dieser Energie, was du für ein wertvoller Mensch bist, für ein wertvoller Coach, für eine helfende Hand, die auch versteht, ihren Interessenten, ihrer Zielgruppe ganz behutsam entgegenzugehen, zu verstehen, was sie durchmacht, um sich dafür zu entscheiden, für dein Programm. Deswegen hast du die Frontend-Produkte kreiert, deine Aktionen. Deswegen bist du ein Mensch, der mit Spaß und Freude rausgeht zu dem Kunden, dass deine Kunden dich erstmal kennenlernen dürfen. Und deswegen baust du das Vertrauen auf. Deswegen investierst du so viel Liebe und Zeit in dein Frontend-Produkt. Und aus diesen Interessenten, aus diesen Frontend-Produkten, aus den Kunden, denen erzählst du immer und immer wieder, was dein Hauptprogramm bewirkt. Und das hat seinen Preis. Und du bist bereit, diesen Preis zu empfangen. Denn wenn du bereit bist, 3.000 Euro zu empfangen, 4.000 Euro zu empfangen, 5.000 Euro zu empfangen, dann wird auch dein Produkt entsprechend sein, dann wird deine Energie entsprechend sein. Dann werden deine Kunden die entsprechende Veränderung empfangen. Die auch die müssen bereit sein, es zu empfangen. Und die sind es mehr bereit, wenn sie einen hohen Preis zahlen. Dann sind die sowas von motiviert und bereit. Und du musst kein schlechtes Gewissen haben. Du musst nicht sagen, nein, ich nehme nur 1.000 Euro. Du verlangst und empfängst den Preis, den es wert ist, für dich, für dein Herz, für dein Gefühl. Zieh weiter, mach weiter, zieh weiter, dass du dich gut fühlst mit deinen 100 Kunden, die hinter dir stehen, mit deinem Wert, mit deinem Einsatz, mit deiner Leistung, mit deiner Kreativität und berechne auch dieses ganze Frontend Produkt und die Energie mit rein, die du aufwenden musst, um das Vertrauen aufzubauen. Dass am Anfang zweimal die Woche zwei in dein Backend kommen, in dein Hauptprodukt. Denn die zwei zahlen auch das ganze, die ganze Energie, die du opferst, die du rausgibst für dein Frontend, wo du täglich rausgehst, wo du einmal die Woche ein Schnuppercoaching machst, wo du Beiträge schreibst. Das ist alles unternehmerisches Handeln. Das zahlen alles die Endkunden mit. Dafür kommen aber auch nur wenige Endkunden in dein Programm, die wirklich die Veränderung wollen, denen du die Realität veränderst. Nicht du musst geben, geben, geben. Auch dein Kunde, der wirklich die Veränderung will. Und es ist deine Aufgabe als Unternehmerin, diese Kunden zu finden, zu binden und dann richtig zu betreuen, zu begleiten, zu beraten. Denn die empfehlen dich dann weiter. Und wenn dein Programm 10.000 Euro kostet, es aber eine enorme Veränderung bringt und diese Menschen ja Monate später das als Investition betrachten, weil sie es wieder reingeholt haben, weil es ihnen besser geht, weil sie einen anderen Job haben, weil sie eine andere Partnerschaft, glücklichere haben oder die gleiche Partnerschaft in höherem Level genießen können, nicht mehr diesen Streit haben mit ihren Kindern, mit ihrem Partner, mit ihren Kollegen, weil sie einfach in sich ruhen. Wer in sich ruht, wer gesund ist, wer fröhlich ist, wer heiter ist, wer in seiner Urenergie ist, der zieht doch alles mit Freude und Leichtigkeit an. Und der versteht auch das, was er in dich investiert, sich wieder zurückzuholen. Alles, was da hochkommt, was dem nicht entspricht, wollen wir das jetzt noch zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds.
Ich nehme dafür extra Zeit, weil ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gehört habe bei der Sophie Howard, hat mich beeindruckt am meisten der Satz, ich verändere die Realität der anderen Menschen. Spür da nochmal in dich hinein, schwing dich da mal hinein. Du veränderst die Realität der anderen Menschen. Nicht nur das kleine bisschen, was in deinem Programm ist, ist deine Leistung. Nicht nur der eine Zoom-Call pro Woche ist deine Leistung. Nicht nur diese 10 Videos, die dazu gehören, ist deine Leistung. Deine Leistung ist wirklich komplett dein Sein, deine Energie, weil du nicht fremdgesteuert durchs Leben gehst, weil du nicht unbewusst durchs Leben gehst, weil du dich Tag und Nacht fragst, was kann ich tun für diese Menschen, die jetzt in dieser Scheiße stecken? Wie kann ich mich heute motivieren? Wie kann ich heute mein Angebot verfeinern? Wie kann ich meinen Preis halten, erhöhen, dass ich damit noch leben kann, dass ich damit nicht mich schlecht fühle? Wie kann ich selbstbewusst nach außen meine Angebote kommunizieren. Ja, du arbeitest und arbeitest an dir, um diese Menschen zu erreichen, um diesen Menschen zu helfen, sein Leben zu verändern. Und das schafft keine Frau in diesem normalen Zustand. Da muss jede Frau an sich arbeiten, an ihrem State, an ihrer Haltung, an ihrem Bewusstsein, an ihrer Stimme. Da muss jede von uns hart arbeiten. Und das ist es auch wert, dass dein Backend-Produkt, dein Hauptprodukt wirklich den Preis bekommt, den es verdient hat. In dem Frontend, da übst du, machst du Erfahrungen, bekommst du positive Resonanz. In deinen Frontend-Produkten hast du Spaß, da stehst du nicht so unter Druck. Ja, nutze die Frontend-Produkte auch zum Üben, du wirst von Woche für Woche besser. Und dein Hauptprodukt ist es wert, weil da wirst auch du die volle Energie gehen, wenn dein Kunde 3.000 Euro bezahlt oder 4.000 oder 5.000 oder 8.000. Da wirst du dich auch öffnen und alles von der Energie, von dem Wissen anzapfen, was du bereitstellen kannst. Und das wird mehr sein, wenn der Kunde auch mehr bezahlt, wenn der Kunde bereit ist, in sich zu investieren. Das ist das Allerallerbeste, was jeder Mensch machen kann. Das kann ihm keiner wegnehmen. Und zieh mal weiter die Energie, die da hochkommt. Die positive Energie, die Energie, dass du das Leben unzähliger Menschen verändern kannst. Wenn du in dieser Energie heute durch den Tag gehst, dann wirst du heute wieder was wahrnehmen, was sowieso schon da ist, was die letzten 10 Jahre schon da war, die letzten 5 Jahre. Aber was du nicht wahrgenommen hast, denn auch du nimmst aus deinem Umfeld nur einen kleinen, klitzekleinen Prozentanteil wahr. Sensibilisiere dich, dass du Dinge in deiner Wohnung, in deinem Leben, in deinem Tagesablauf wahrnimmst, die du sowieso schon tust und die du nutzen kannst, um damit sichtbar zu sein. Du kannst mit Menschen Interviews machen, die du sowieso kennst, triffst und siehst. Du kannst mit Menschen Angebote entwickeln. Du kannst Menschen, die du sowieso triffst, fragen, hey, kennst du da jemanden, der gerne eine Veränderung möchte, dem es nicht gut geht, dem ich helfen kann. Ich starte eine neue Probegruppe. Ich würde 3 Menschen einfach mal so reinnehmen, um mein neues Programm zu testen. Ja, du kannst Menschen in deinem Umfeld mit auf deine Reise nehmen, mit sagen, ich suche noch 3 Menschen, die mich langfristig begleiten, die aber wirklich bereit sind für eine Veränderung, die eine Veränderung wollen, die ich für mein Buch nutzen darf als Referenz, wo ich ein Tagebuch, ein Veränderungstagebuch rausgeben darf, wo Menschen einmal im Monat berichten,
wie es ihnen geht auf ihrer Reise mit mir. Die Menschen sollten natürlich auch den Wert bezahlen, den dein Programm wert ist. Wenn du das aber noch nicht hast, ist es am Anfang besser, überhaupt Kunden zu haben, um sich damit sichtbar zu machen. Das ist alles am Anfang solange du noch im Frontend bist, noch keine Kunden für dein Hauptprodukt hast, ist es wichtiger, mit Menschen arbeiten zu dürfen und dass Menschen dich mit unterstützen, dich mit promoten, mit live gehen, mit Referenzvideos rausgeben. Ja, wenn du da dich zu entscheidest, ich probiere es mit rein, kostenfrei oder sehr, sehr, sehr zum sehr verminderten Wert, dann hat das jetzt auch nichts damit zu tun, dass der Mensch nicht bereit ist zu empfangen, weil du erklärst es ihm. Du machst ihn mit zu deinem Team, zu deinem Komplizen, zu deinem Veränderungsprozess, in deinem Lernprozess. Es kommt immer dann darauf an, mit welcher Energie du es diesen Menschen erklärst. Es kann deine Freundin sein, das kann eine Kollegin sein. Du kannst sagen, Mensch, dein Fall, der ist für mich eine besondere Herausforderung. Möchtest du, ich bin bereit, dich kostenfrei aufzunehmen, möchtest du in dich investieren, Zeit, Veränderung? Möchtest du, dann bin ich bereit, dich aufzunehmen. Es kommt immer darauf an, mit welcher Energie du es kommunizierst. Und je mehr Menschen du auch schon hast, mit denen du sichtbar bist, umso höher ist die Chance, dass du einen Menschen damit auch erreichst, der bereit ist, 3.000, 5.000, 7.000 Euro für dein Hauptprogramm zu bezahlen. Und jetzt zieh mal noch weiter. Diese 100 Menschen, die hinter dir stehen, denen du geholfen hast, die bereit sind, in sich zu investieren. Zieh noch mehr, da geht noch mehr. Da geht noch mehr Energie für dich. Die nimmst du jetzt für dich auf. Die Energie, wo du anderen Menschen geholfen hast. Du bist bereit, für dein Hauptprodukt wirklich das zu verlangen, was es zu verlangen gilt, damit andere Menschen in ihre Veränderung kommen. Damit andere Menschen diese Veränderung erhalten. Damit andere Menschen die Realität verbessert wird. Damit andere Menschen offen sind und mitmachen, damit andere Menschen, damit es vielen anderen Menschen besser geht. Und dann mach mal diesen Energieball ganz groß, so groß wie du bist, energetisch. Und tränk dich mal mit der ganzen Energie, vor allem im Kopf, dass das Kopfdenken verschwindet, dass du wirklich merkst und spürst, dass du zu größerem fähig bist, für mehr Menschen auf der Welt bist, um mehr Menschen die Realität zu verändern. Klopf es dir auch gerne da in den Körper hinein, wo es weh tut, wo du Probleme, gesundheitliche Probleme hast. Ob das kann die Knie sein, die Hüfte, die Schultern. Klopf es da auch einfach rein, diese Energie. Und dräng dein Herz zum Schluss, Hand aufs Herz. Vergrößere dein Herz. Fahr deine Herzenergie ganz hoch, dass es ganz warm wird und du ganz glückselig bist mit deiner Fähigkeit. Und dass du auch ein gutes Gefühl zu deinen Preisen hast und bereit bist, das Geld zu empfangen. Du verkaufst nicht leichter, nur weil du weniger Geld nimmst. Der Preis steht, der hohe, wertvolle Preis für dein Paket. Wenn du mal eine Aktion machst, wo du mal vom Preis runtergehst oder zwei, drei Probanden kostenfrei aufnimmst, dann ist es deine Sache. Das ist deine Marketingentscheidung.
Aber der hohe Gesamtpreis, der steht, an dem rüttelst du nicht, denn der ist es wert. Alles andere ist Marketing. Und jetzt frage ich dich zum Schluss, wie viele Gedanken, Gefühle, Emotionen, Glaubenssätze und Entscheidungen hast du dir irgendwann in deinem Leben kreiert, wo du dich heute immer noch selbst zurückhältst oder im Wege stehst? Willst du das jetzt zerstören und ungeschehen machen? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag mit diesem tollen Gefühl und schau wieder in dein Umfeld. Was ist da, was du nur nicht siehst? Mach es dir leicht und wenn du einen Impuls bekommst, schreib ihn in die Gruppe, damit wir uns mitfreuen. Oder vielleicht, dass es bei anderen das Licht aufgeht, ja Mensch, das habe ich doch auch, das kann ich doch auch machen. Oder ähnlich machen, modifizieren oder auf sein Leben beziehen. Schreibt, teilt es hier in der Gruppe, umso mehr wird sich auch bei dir verändern oder verbessern. Also, ich danke euch fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Wünsche dir einen wundervollen Tag. Mach's gut. Ciao.